Dann schauen wir mal, was die Zwergenmine hier sonst so noch zu bieten hat. Bisher schon mal sehr beeindruckend, dieser Vierertrupp Zwerge eben. Oh, eine Kiste. Zwei Kettenhemden, zwei Kriegsbeile, drei Kurzschwerter, Lederhelm, Heiltrank, Zaubertrank. Den Zaubertrank nehmen wir schon mal mit. Den Rest lassen wir erstmal da. Auf dem Rückweg könnten wir die Kettenhemden mitnehmen, da wir doch ein wenig klamm bei Kasse sind. Und die müssten schon ein paar Silbertaler geben. So, Schloss knacken. Der Boden geht plötzlich unter euch nach. Ihr könnt eben noch sehen, wie jemand in die Tiefe stürzt. Oh. Okay, da merken wir uns schon mal. Ihr fühlt, dass ein Ruck durch euren Körper geht. Wow. Und wir werden auf die andere Seite geschmissen. Ihr fühlt, dass ein Ruck durch euren Körper geht. Oh, sind wir jetzt wieder woanders? Wir sollten hier mal die Wände überprüfen. Nee, ein Ruck durch unseren Körper. So, wieder da, wo wir angefangen haben. Gut, gucken wir hier die Wände. Nichts ist. Sind wir da, wo wir als zweites waren? So weit, so gut. Keine Geheimwand. Wie kommen wir da unten hin? Seitlich können wir nicht gehen. Gehe ich mal rückwärts. Rückwärts geht. Ah, sehr schön. Dann würden wir gerne da lang gehen. Also gucken wir nach Norden und gehen rückwärts dahin. So. Öffnen. Ich würde gerne wieder nach oben, bevor ich hier unten weiter erforsche. Von irgendwo dringt Wasser ein. Schnell und stetig steigt der Wasserspiegel. Oh, oh, schnell und stetig mag ich gar nicht. Vor euch in der Wand ist ein Loch. Wollt ihr hineinfassen? Nein. Wir wollen Türen öffnen, damit der Wasserspiegel nicht so schnell steigt. Ah, nicht verpasst werde ich, weil ich zu schnell bin. Vor euch steht eine Statue Ingrims, des Hauptgottes der Zwerge. Als sie auf die Statue zulauft, beginnen ihre Augen zu glühen und die Stimme ertönt. Wer mir opfert, wird belohnt werden. Oh. Wahrscheinlich ist damit die Statue oben gemeint. Der haben wir ja schon eine Münze geopfert. Was auch immer das gebracht hat. Oh, hier ist die Treppe nach oben. Sehr schön. Dann... der Bereich, den haben wir noch nicht entdeckt. Na gut, gucken wir mal, wie das Wasser da ist. Hoffentlich hat sich das ja schon erledigt, dadurch, dass wir die Türen hier geöffnet haben. Nee, hat es nicht. Von irgendwo dringt Wasser ein. Ja, nicht gut, nicht gut. Zaubern. Talana. Hellsicht. Penetritzel. Ja, da ist noch was. Sehr schön. Dann teleportieren wir uns mal dahin. Das Wasser dürfte dahin ja nicht hinkommen. Weil kein direkter Zugang da ist. Teleportieren. Sind in irgendeinem kleinen Raum gelandet, in dem nichts ist. Kurios. Misslung. Klick. Ganz schön ruhig hier. Gucken wir erstmal nach oben. Noch eine Tür. Nichts. Wahrscheinlich wieder ein Lokus. Wo sind die ganzen Zwerge hin? Au, eine Falle. Ja, eine Falle, die man mehrmals auslösen kann. Talent anwenden, Heilkunde Wunden auf Talana. 10 Lebensenergie. Talent anwenden, Heilkunde Wunden auf Nurm. 10 Lebensenergie. Auf Georgon. Nee. Und auf Tirik. Sehr schön. Dann kriegt jetzt noch Mürren. Ein Blatt. Talana kriegt ein Blatt. Du kriegst gleich zwei. Weil du und Jalle nicht hast Hand anlegen lassen. So, und Geron kriegt auch noch ein zweites. So. Soweit so gut. Ach nein, Jalen selber sollte auch noch was essen. So. Klick. Oh. 5 Zwerge diesmal. Ah ne, eins davon ist Tirik.
Was stand da? Zwergen? Oh, ein Zwergenveteran. Geh doch mal da rum. So. Autsch. Noch ein Zwergenveteran. Das könnte sehr unangenehm werden. Geh du mal dahin. Schieß den an. Du fängst die hier hinten ab. Bindest die erstmal an dich. Genau. Und du machst einen Schritt zur Seite und versuchst dann den Veteran hier vorne wegzubrennen. Den da. 25 Trefferpunkte. Hat nicht gereicht. Na gut. Kampf Fulmen. 17 Trefferpunkte hinterher. Wir sind jetzt schon bei 42. Du gehst da hinten hin, unterstützt Tirik. Abwarten. Du haust den. Du greifst den Angeschlagenen an. Und du zauberst ebenfalls einen Fulminictus auf den, der bereits 42 Schaden bekommen hat. Boah, 54 Trefferpunkte hat er schon mindestens. Nach 51 ist er tot. Übel. Na gut, du gehst mal... Na, wo gehst du mal hin? Du gehst mal dahin und wartest ab. Girugon stellt sich gleich um. Und du kannst von hier aus den da angreifen. Das sind alles Zwergenveterane. Uiuiuiui. Du dahin. Du dahin. Es wird ein sehr langer Kampf werden. Angriff da hinten hin. Zaubern. Kampf Ignifaxius auf den, ebenfalls für 6. Und das war's mit der Astralenergie. Zauber. Kampf Fulmen. Nein, nicht Fulmen auf Gwendolyn. Ich weiß, du hast was gegen sie, aber so direkt sollte das dann doch nicht ausarten. Fulminictus auf den Zwergenveteran. Du haust weiter den. Und ich schicke jetzt mal sie in den Nahkampf, jedenfalls kurzfristig, und mache Computerkampf an ohne Magie. In der Hoffnung, dass alle so stehen bleiben, wie sie gerade stehen, und einfach nur angreifen. Sieht soweit ganz gut aus. So lange, bis Talana irgendwann den Zwergenveteran auf sich aufmerksam macht. Jetzt. Und dann einen recht starken Treffer einkassiert. Dann müssen wir aufpassen. Aber bis dahin ist alles in Ordnung. Zwergenveteran Nummer 2 tot. Dann mache ich auch wieder manuellen Kampf. Du gehst weg. Du wartest ab. Du schießt von hier auf den. Du gehst dahinter. Wartest ab. Du haust den. Du stellst dich dahin und wartest, bis Gwendolyn weg ist. Gwendolyn geht dahinter. Und haut den. Oh, sie hat aber auch schon ganz schön was abbekommen. Sie ist unter der Hälfte ihrer Lebensenergie. Du greifst den an. Du greifst den an mit 15. Sehr gut. Und Gwendolyn kriegt schon wieder einen auf den Deckel. Du... Was machst du? Du gehst weg. So, du schießt nur mit Pfeil und Bogen. Und jetzt werden wir einfach nur abwarten müssen und das sichere Spiel spielen. Also nur Girugon und Tirik kriegen Schaden. Und prügeln so langsam, aber sicher die Zwerge runter. Gwendolyn und Talana stehen einfach nur in der Ecke. Alte Option. Alte Option, alte Option, alte Option. Ich würde ganz gerne immer automatisch alte Option drücken können, aber das geht leider nicht. So, 12 Trefferpunkte. Die haben jetzt beide schon ganz gut was eingesteckt. Dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Komm schon, ein richtig guter Treffer noch. Yallen? Nö. Girugon? Nö. Tirik. Selbst Tirik lässt uns im Stich. Na gut.
Oh, erster Tod. Sehr gut. Du. Abwarten. Du gehst da einmal rum. Abwarten. Du stellst dich mal vor Gerogon, da du wahrscheinlich schneller Schaden verursachst als er. So, du wartest jetzt ab und wir machen wieder das alte Optionsspiel. Oh, außer Tirik, der sollte nochmal angreifen. So, wow, was für ein langwieriger Kampf. 204 Abenteuerpunkte. Sehr schöne Sache. Gwendolyn hat einen Stufenaufstieg. Dann wollen wir mal. Na ja, wir hätten gerne Körperkraft. Wir würden gerne senken. Totenangst. Geschafft. Sehr gut. Lebensenergie steigt um einen Punkt. Das ist nicht wirklich viel. Was haben wir noch? Wir hätten gerne Stichwaffen. Hat sie sofort geschafft. Erhöhen wir auch gleich die Attacke. Dann hätten wir noch gerne Wurfwaffen. Ebenfalls geschafft. Gefahreninstinkt geschafft. Sinneschärfe. Bisher nicht geschafft. Letzter Versuch. Geschafft. So. Wir haben 14 Punkte. Die gehen viel zu schnell weg. Also, was brauchen wir zuerst? Wir brauchen Feilschen nur bedingt. Irgendwie gelingt es uns immer, an Dukaten ranzukommen. Also gucken wir erstmal die anderen Sachen. Die Schlösser knacken. Das versuchen wir auf jeden Fall dreimal. Und haben es dreimal nicht geschafft. Was haben wir noch? Wir haben Taschendieb. Sollte sie können, auch wenn wir es nicht wirklich häufig brauchen. Irgendwann könnte es mal wichtig sein. 8 Punkte haben wir nur noch. Gesellschaft. Gassenwissen wäre noch sehr wichtig. Genauso wie fast alle anderen Sachen auch. Einfach weil es gut in ihr Repertoire passt. Lügen sollte auch erhöht werden. Haben wir bei den körperlichen Sachen noch etwas. Schleichen ist sie recht gut. Könnte aber besser sein. Selbstbeherrschung sollte man auch noch ein wenig erhöhen. 4 Punkte nur noch. Hier braucht sie gar nichts. Hier braucht sie ebenfalls nichts. Gut, Taschendieb nochmal versuchen. 3 Punkte haben wir noch. 2 Punkte haben wir noch. Versuchen wir Bithören zu erhöhen. Okay. Und letzter Punkt auf. Gassenwissen werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Nehmen wir mal Schätzen. Geschafft. Sehr schön. Und Gwendolyn kriegt auch gleich 1-2 Wirselkräuter. Oder vielleicht auch 3. Jo, ein dritter würde auch noch gehen. Dann machen wir das doch mal. So, wir haben hier noch einen einfachen Zaubertrank. Den könnte sie einfach mal trinken. Ja, dies ist ein Zaubertrank. Ja, das weiß ich. Ich habe mich nur verklickt. So, also einen normalen hat sie getrunken. Einen starken hat sie getrunken. Einen starken kriegt auch noch Jallen. Einen anderen starken trinken wir rum. Und schon dürften wir keine mehr haben. Die letzte grüne Flasche müsste das Expurgikum sein. Und ja, ist es auch. Das war's mit unseren Vorräten. Noch so ein harter Kampf wie eben ist machbar, aber danach wird's echt eng. Das heißt, wir werden hier hoffentlich schön viele Dukaten finden, um das Ganze wieder auszugleichen. Gucken wir mal in die Truhe da. Ihr findet 400 Dukaten. Ja, das ist doch genau das, was ich gemeint habe. So, gucken wir nochmal da in die Ecke. Ha, vor euch sind einige Löcher im Boden, die nichts Gutes ahnen lassen. Wollt ihr die Sache untersuchen? Nein. Das ist die Falle, in die wir schon zweimal reingetappt sind. Was haben wir hier? Da ist der Gang, wo wir herkamen. Hier waren wir noch nicht. Tap, tap. Vor euch liegt eine schmale Grube mit Speeren. Wollt ihr sie überspringen? Ja. Gwendolyn ist vor etwas geprallt, was ihr nicht sehen konntet. Bei dem Sturz in die Grube hat sie sich allerdings leichte Verletzungen zugezogen. Vor euch liegt eine schmale Grube. Wollt ihr sie überspringen? Nein. Rückwärts? Nein.
Kurios. Na gut. Wozu haben wir Talana, wenn nicht für sowas? Bewegung. Transversales. Nein, so geht das auch nicht. Okay. Hellsicht. Penetritzel. Jetzt konnten wir dahinter gucken und teleportieren uns jetzt dahin. Ich denke mal, eigentlich müssten wir nur nach oben und diese Statue noch einmal bewegen. Aber jetzt haben wir die Zeit gespart. So, was haben wir hier hinten? Nichts. Okay. Hier haben wir auch nichts. Also muss irgendwo ein Geheimgang sein. Wie hätten wir sonst hierher kommen sollen? Komisch, komisch. Also da hätte sich angeboten, aber da habe ich schon geguckt. Gucken wir nochmal ganz kurz da oben. Da hatten wir auch schon geguckt. Und sonst teleportieren wir uns einfach raus. Nö. Nix. Nix. Nö, nö. Oh, okay. Talana, Bewegung. Hoffentlich reicht die Astralenergie. Ja, schaut gut aus. Dahin. Nach oben. Und hier haben wir auch noch nicht alles entdeckt. Nur haben wir jetzt keine Astralenergie mehr. Jetzt müssen wir auf regulärem Wege rauskommen. Sonst müssen wir hier drin tagelang verbringen, bis sie genug Astralenergie hat. Aber gut. Speichern wir erstmal ab. LP 94 und wir sehen uns gleich wieder.